Recht herzlich willkommen zur 106. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir durchgeguckt, waren bei Riedenburg stehen geblieben, da war alles in Ordnung. Wir hatten Döbeln einmal, wo eine Bushaltestelle ins Wasser musste, und wir hatten Radolf Zell, wo. Warte mal, hier ist auch was blockiert. Also der wartet auf Beladung, deswegen, das ist kein Ding. Hier sieht das genauso aus. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass hier unten irgendwo der Stau ist. Dass es nicht weitergeht. Aber hier müssen wir auf jeden Fall unten gucken. Bei der Klosterbrauerei, da war ja irgendwas im Argen, oder? Warte auf freie Strecke. Ja, da ist jetzt die Frage. Der ist Brauereimarkt. Der auch. Die sind alle Brauereimarkt, also das ist jetzt nicht unbedingt das Problem dann. Oh, da haben wir eine falsche X erwischt. Wenn die alle Brauereimarkt warten, ist das halb so wild. Keiner blockiert die Straße. Dann ist eher die Frage, warum passiert hier nichts? Okay, der liefert jetzt den Hopfen an. Ich glaube, der ist der Übeltäter. Weil jetzt, pass auf, gehen hier gleich auch die Fahrzeuge weiter, weil kein Hopfen mehr da wahrscheinlich. Ja, müsste man mal gerade gucken, ne? Ob da jetzt gleich einer. Ne, Bier ist 115 da. Das würde eher bedeuten, dass der Markt nichts mehr annimmt. Kann das sein? Bier 190, so sieht's aus. Okay, dann können wir dann das nicht ändern. Dann ist das aber auch nicht schlimm. Ja, passt halt. Dann ist das da nichts Weltbewegendes gewesen, ne? So, hier nochmal gerade gecheckt, aber hier ist alles in Ordnung. Dann gehen wir jetzt gerade nach Döbeln und kümmern uns um die Bushaltestelle. Die hier irgendwo hin muss. Ja, wo muss sie hin? Gute Frage, ne? Lass mal das Straßentool aufrufen, dann die Bushaltestelle, und die wäre jetzt auch da unten hinzupflanzen. Das geht ja noch, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte, das wäre mehr hier irgendwo im Wasser gewesen. Ja, dann machen wir hier die Straße rüber, oder? Wir müssen erstmal. Was anhäufen. So, das ist es. Und dann ist die Bushaltestelle passend, ne? Genau, dann noch eine Straße aussuchen. Die würde jetzt bis nach da gehen. Ja, machen wir so. Und dann die Bushaltestelle dahin. Das ist erledigt. Dann brauchen wir aber noch einen Stadtbus, den wir dann umändern. Das ist der Überlandbus. Hier unten ist der Stadtbus. Ja, der fährt natürlich da jetzt gleich weg. Ich glaube, so kommen wir gerade am schnellsten an die Linie ran. Oh, jetzt haben wir die Zuckerrübenlinie erwischt. Alles klar. Kommen dann doch hier lang und fertig. Stadtbus, Döbeln. Stadtbus, Döbeln. Linie ändern. Mittelalterliche Kirche. Ah, da müssen wir nochmal genau gucken. Mittelalterliche Kirche. Konrad Bayerle. Fährt von da nach da. Machen wir da einfügen. Fährt er von da nach da. Und dann dahin. Dann würde ich ihn aber fast sagen, mach mal lieber da nochmal einen Halt. Ach, da kommt am Ende. Und von da. Fährt dann nach da und dann nach da. Ja, okay, das können wir so lassen. Das passt dann schon. Ist dann drin, ne? Ja, jetzt ist nur die Frage hier.
Ja, obwohl plus fahren sie ja irgendwie beide ein, ne? Aber ja, der ist jetzt gerade voll. Und der fährt mit 40 Gästen durch die Gegend, also so schlimm ist es nicht. Die sind nur veraltet beide, ne? Gehen wir mal gerade zu hier unserem Depot und schicken da, glaube ich, einen neuen los, oder? Stadtbus Döbeln. Starte den mal. Ist dann die Frage, ne? Nehmen wir da einen runter oder nicht? Komm. Der hat gerade nicht so viele drin, ne? Den tauschen wir aus. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, dann kriegen wir ja auch mehr, weil in den Bus ja mehr reingehen, ne? Das ist das nächste. Dann starte den zweiten auch nochmal. Und der ist ja gleich weg bestimmt. Dann ist der vielleicht schon bald da. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil der, naja, da ist schon Döbeln, so ist nicht. Gut, der eine ist weg. Der andere ist vom Ziel. Und der ist auch da. Das können wir dann. Doch, den können wir zumachen, den Plan. Da war keiner, okay. Das hat mich jetzt noch interessiert gerade, ob da sich wer schon bemüht hinzukommen. Haben wir natürlich einen Fernbus oder was ist das? Döbeln, Radolfzell, Adenau. Voll. Jetzt gucken wir mal gerade, wie er wieder wegfährt. Wahrscheinlich auch voll, ne? Ja. Das ist auch ein Fernbus im Endeffekt, ne? Und da sollte man überlegen, den Fernbus umzuändern. 44 Leute überdöbeln. Wir fahren denn nach. Ah, nach Adenau fährt gar keiner. Da müssen wir auch gleich nochmal dran, ne? So, der erste ist da. Das heißt für mich, den können wir jetzt auch gleich ausmustern, wenn er dann leer ist. Der muss ja kurz davor sein. Genau so ist es. Dann passt das schon. Und dann gehen wir hier hin. Und da sind vier Busse drauf. Ja, ich glaube, wenn wir da auch was ändern. Welche Linie ist das jetzt hier? Ja, das ist der. Schmeißen wir vier Stück auf der Linie. Und muss dann die anderen dann aus. Der hat schon. Nee, hat man nicht, aber die sind unterwegs. Jetzt müssten wir denen nur sagen, wo sie langfahren sollen, weil. Der fährt mal bitte direkt zur Kirche in Döbeln. Der fährt nach Radolfzell. Ja. Der dritte. Fährt nach Adenau. Und der vierte soll machen, was er will. Gut, Fenster zu. So. Stadtbus Döbeln ist unterwegs. Da waren jetzt zwei nur drauf, ne?
Ja, die fahren natürlich erst noch rote Zahlen vom Hinweg. Ist aber gut. Guck mal, hier stehen jetzt tatsächlich schon zwei Leute an der Haltestelle. Das ist doch cool. Okay, das passt. Und jetzt müssen wir noch die Haltestelle hier nochmal auswählen. Weil da wollen wir diese Leute, also diese Busse, mal von der Route gleich nehmen. /27 und der letzte. /28. Ja, keiner von voll, ne? Das ist Bescheid zu wissen. Ja. Dann würde ich mal sagen, mit irgendwem müssen wir anfangen. Nicht die Statistik, sondern das hier. Zack, ausmustern. Okay, der wartet gerade auf einen anderen Bus, der auf der Linie steht. Das ist der. Der hat einen Fahrgast. Der geht auch auf Ausmustern. Hier hat er keinen abgesetzt. Und danach gehen die beiden auf Ausmustern. Oder einer hat 100 voll. Der andere hat 68 hier schon voll. Jetzt zu viele zugemacht, den wollen wir lieber auch noch mal angucken, genauso wie den vierten dann auch, wenn die nämlich nachher alle ausgelastet sind. 25, 28, 145. Zack, den geh auch auf Ausmustern. Der fällt, glaube ich, jetzt noch Adolf Zell, ne? Ja. Hat aber auch noch für Adenauer Gäste. Also zack, den werden wir auch auf Ausmustern machen. Der fährt noch eine Weile. Dann passt das. Er hat nur noch Gäste für Döbeln und ist auf dem Weg nach Döbeln. Ist gleich da. Er hat Adolf Zell und Döbeln Gäste. Fährt also noch ein bisschen länger. Genauso wie der. Nee, der fährt nur noch nach Adenau. Ist aber gerade in. Nee, nach Radolfzell hat er auch noch 5. So, irgendwer muss jetzt gleich raus sein. Da ist er weg. Und der ist auch weg. Und die anderen übernehmen jetzt. 33, 1, 68, 0. Der fährt nach Radolfzell von Döbeln wohl aus. Gut. Der Adenau, der Döbeln. Der hat nichts geladen hier, ich weiß nicht warum. Gute Frage, ne? Das ist der hier oben, mach einen hat er da drin. Der fährt jetzt nach Radolfzell. Die Zahl sieht gut aus. Die geht auch. Die beiden müssen noch loswerden. Die sind da dann in Adenau und werden noch verteilt innerhalb. Läuft, ne? Der macht hier schon Plus. Das ist also gut. Dann kann ich den schließen, denke ich mal. Da kommt einer, der nicht laden soll, an. Das ist der. Der ist auch gleich von der Linie. Aber bei denen ist es mit dem Geld noch ein bisschen schwieriger, ne?
So, und der ist jetzt draußen rennen. Zack, weg ist er. Jetzt bleibt nur der eine da. Wie viele stehen da noch? Keiner mehr. War nur zwischendurch mal. Da ist überfüllt. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir gerade gewechselt haben. Und der steckt fest. Der steckt aber im Endeffekt nicht fest. Das ist halt. Der wartet, dass der da beladen wird, ne? Da kommt jetzt ein Zug, aber. Das ist nicht das, was wir jetzt hier brauchen. Mineralöl, okay. Das heißt, er wartet auf einen Tanker von See, oder wie war das? Aber das ist nicht hier, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Mach den mal zu. Ah, der ist jetzt gefahren dann doch. Wenn der gefahren ist, dann muss da ja irgendwo noch ein anderer unterwegs sein, oder wie? Ach so, weil die Strecke von dem Gegenzug besetzt war, oder wie sehe ich das? Das könnte sein, ne? Ja, müsste man gucken, was man hier macht. Noch ein Ausweichgleis hierhin. Ja, ändert nichts. Ob er da hinten jetzt wartet oder hier, spielt glaube ich keine Rolle. Bahn. Wer fährt denn da was durch die Gegend? Er hier? Siloware lose. Ah, da Tierfutter produziert. Fährt er. Okay, das hat der jetzt mitgenommen. Aber wer transportiert hier bitte schon die Gerste in das ab? Über Nordwaldhafen. Da ein Schifflein. Aber wirklich ein Schifflein unterwegs. Nee, nur mach nochmal an. Das ist ja nochmal wichtig. Das war jetzt doof. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht das Ziel. Ich muss wieder dahin, wo ich war. War viel wichtiger. Hier, den muss ich haben nochmal wegen der Linie. Der fährt ja auch plus ein, auf jeden Fall. Da sind drei Schiffe drauf, die richtig Kohle machen. Und da liegen noch die Klamotten drauf. Das bedeutet zur Werft. Und dann noch welche draufpacken. So, hier 68, 68, 68. Und der vierte war wahrscheinlich auch noch 68. Das bedeutet, geh mal dahin. Da muss definitiv noch einer drauf. Im Bus. Zack. Zack. Kommen zwei sogar noch. Läuft. So. Das war egal. Das weg. Die sind geklärt. Die werden auch irgendwann plus fahren, denke ich. Und dann brauchen wir jetzt die Werft. Karte. Da oben hin. Und machen wir hier Getreide. Gerste geht. Und der hat wie viel? Na, jetzt ist er schon ausgewählt. Er ist auch der Beste. Linie Getreide, Döbelnstadt. Da ist er. Kopieren, kopieren, starten, starten, starten. Definitiv.
auch ruhig drei bei 20.000, die können das transportieren. Läuft, ne? Ach, guck mal, das Band ist sogar schon das drittgrößte jetzt da. Aber das ist jetzt gut am Laufen, denke ich mal. Da müssen wir dann noch weiter beobachten, wie sich das dann da entwickelt, ne? Da müssen wir drauf aufpassen. So, die sind drei auf einen Fleck oder so, kann das sein? Hier sieht's top aus. Geben wir nochmal die Karte her. Waldeck. Alles im grünen Bereich. Floto. Auch gut. Sonderhausen. Auch gut. Lauter. Auch gut. Döbeln haben wir frisch gebaut. Ist alles gut. Radolfzell. Ist gut. Die auf dem Markt, die müssen wir mehr trinken, damit wir das hinkriegen, ne? Da läuft's. Und hier oben, die Stadt ist nicht größer geworden. Alles innerhalb der Soll-Linien. Wunderbar. Okay, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.